Hallo liebe Panzerkommandanten, der Stromex wieder hier und zwar mit den neuesten News zur Season. Und zwar wird es diesmal die Action Hero Season sein, die jetzt vom 15. Dezember bis zum 26. Januar laufen wird. So, die Grundlagen. Jeder kann an dieser Season teilnehmen. Man muss Stufenpunkte verdienen in Mehrspielergefechten, täglichen oder wöchentlichen Operationen. Es gibt insgesamt 100 Stufen, 5 Punkte benötigt man für eine Stufe und man erhält alle 3 Stufen eine Belohnung. Das kann zum Beispiel Silber sein, Verbrauchsmaterialien oder 3 neue exklusive Actionheldenkommandanten, hier Colonel James Braddock ab Stufe 27, Snake Plissken auf Stufe 72 und John Rambo auf Stufe 90. Außerdem erhaltet ihr als Hauptpreis hier auf Stufe 100 den britischen Medium der Stufe 8, HMH Huntsman Centurion. Und ihr bekommt, wenn ihr die Stufe 100 abgeschlossen habt, bis zum Ende der Seasons, also dem 26. Januar, doppelte EP in allen Mehrspielergefechten. So, ihr könnt allerdings auch den Action Hero Pass kaufen, den Season Pass sozusagen, oder auch noch die Erweiterung, den Ultimate Pass. In beiden erhaltet ihr bei jeder Stufe eine Belohnung, Gold oder halt auch Verbrauchsmaterialien und so weiter alles. Ihr bekommt genug Gold, wenn ihr euch den Season Pass kauft, um bei der nächsten Season wieder den Season Pass zu kaufen. Also braucht ihr nur einmal die 2000 Gold investieren und ihr könnt, wenn ihr genug spielt und es immer schafft, jede Season wieder den Pass kaufen. Was erhaltet ihr außerdem? Exklusive Wappens, dann noch Alternativporträts für die Besatzungen, denn den amerikanischen schweren Panzer Konzept 1B auf der Stufe 75. Dies ist hier fälschlicherweise ein bisschen verkehrt. Es ist nämlich kein 10er Panzer, sondern ein 9er. Dann erhaltet ihr noch auf Stufe 100 den sowjetischen Stufe 10 Jagdpanzer Objekt 268 Vision V. Und solltet ihr euch dazu entscheiden, den Ultimate Pass zu kaufen, erhaltet ihr 25 Stufen. Ihr fangt also bei Stufe 26 an und zusätzlich noch den schwedischen schweren Panzer der Stufe 9 Stritzwagen K. Ja, die Panzer werde ich alle nochmal in einem extra Video alle Daten vergleichen mit bereits im Spiel vorhandenen Panzern. Und ja, das könnt ihr euch dann gerne anschauen, wenn ihr wissen wollt, wie die Panzer von den Werten her ausschauen. Genau, die Pässe kosten, der Standardpass kostet halt 2000 Gold und der Ultimate Action Hero Pass kostet 18.000 Gold. So, dann haben wir hier noch die Tabelle, wo man halt die Belohnung sieht für jede einzelne Stufe. Und zwar findet man hier, neu ist halt auch, dass es ja seit diesem Update auch Skins geben wird. Diese wird es hier auch geben. Beispielsweise auf Stufe 39 gibt es den Rambo Heldenskin für den Concept 1B. Und dann kommt hier irgendwann noch der Skin-Paket hier für das Objekt 268. Die Panzer bekommt ihr dann natürlich erst später, aber die Skins werdet ihr dann schon haben. Ja, an sich, den Link von dieser Seite packe ich euch in die Videobeschreibung, falls ihr euch nochmal genauer anschauen wollt. Darüber hinaus könnt ihr euch auch noch, wenn ihr es nicht schaffen solltet, in den 6 Wochen bis Stufe 100 zu erspielen, könnt ihr euch auch noch Stufen überspringen. Eine Stufe zu überspringen kostet 250 Gold. Also falls ihr das nicht schaffen solltet und die Panzer dann unbedingt haben wollt, könnt ihr diese gerne überspringen, die Stufen. Und ja, ich denke mal, das war es soweit gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video, die kleine Info. Lasst gerne ein Like da. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß im Season Pass. Bis denne. Tschö mit Ö.